Hallo liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zu meinem Facebook Live Video Chat Nummer 3. Schön, dass so viele wieder eingeschaltet haben und dabei sind. Es ist das dritte Mal, dass ich dieses Angebot an euch mache, um mit mir direkt in die Diskussion reinzugehen und eure Fragen auch zu beantworten. Lasst mich als allererstes schöne Grüße hier aus Berlin, vor allem in meine südpfälzische Heimat richten. Ich vermisse es ein klein wenig, weil ich nämlich die letzten 3 Wochen nicht zu Hause war und ich bin schon ganz gespannt, wie die Südpfalz aktuell aussieht. Ab Freitag bin ich wieder da und ich freue mich schon echt drauf. Wie man vielleicht so ein klein wenig erkennen kann, komme ich aus dem Urlaub. Bin ein wenig braun geworden, habe mich auch ein bisschen erholt, aber bin jetzt wieder mittendrin im Berliner Politikbereich und wir sind mitten in der Haushaltswoche. Ich hoffe, euch geht's gut und ich hoffe, der ein oder andere konnte seine Sommerferien auch genießen. Ich hoffe, ihr habt viel, viel erlebt. Ich war zu Beginn der rheinland-pfälzischen Sommerferien, war ich auf Sommertour im Wahlkreis unterwegs. Ich habe gegrillt. Ich habe, ich glaube, knapp 1000 Leute erreicht mit meinen Grillständen. Ich habe viele, viele Würstchen verteilt, aber ich habe auch coole Gespräche geführt und fand, dass diese Grillaktionen wirklich gut funktioniert haben. Und wir werden die auf jeden Fall auch im nächsten Jahr rund um die Sommertour wieder anbieten und ich freue mich jetzt schon drauf. Ich habe auch eine Sommertour bei der Bundeswehr gemacht. Der ein oder andere hat vielleicht meinen Tandemsprung gesehen und hat vielleicht gesehen, dass ich mich gewagt habe, aus so einem Flugzeug auszusteigen. War richtig spannend und war interessant, vor allem interessant zu merken, wie das für die Soldatinnen und Soldaten ist. So, aber lasst uns mal einsteigen in die vielen coolen Themen, die es aktuell gibt. Ich muss auch zugeben, ich bin froh, dass die saure Gurkenzeit im Sommer vorbei ist, die die eine oder andere Partei genutzt hat, um komische politische Ideen voranzutreiben, aber dazu später mehr. Die erste Nachricht, die uns heute erreicht hat, ist, dass der Besuch des Verteidigungsausschusses in Inschelig wohl künftig möglich sein wird. Ich gebe ganz ehrlich zu, ich bleibe bei dieser Frage trotzdem skeptisch, weil für mich ein Besuch von Abgeordneten, von Parlamentariern bei Bundeswehrsoldatinnen und Bundeswehrsoldaten, der darf eigentlich nicht an Bedingungen geknüpft sein, sondern der muss selbstverständlich sein. Ich werde das in die Diskussion einbringen und ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass wir hier im Bundestag sagen, wir begrenzen das Mandat vielleicht mal auf 6 Monate und versuchen mit der türkischen Regierung in Gespräche zu kommen und diese Besuche müssen bedingungslos sein, da darf es eigentlich keine Kompromisse geben. Aber das ist eine der guten Nachrichten am heutigen Tag und ich freue mich auch drauf und hoffe, dass sich die Beziehungen zur Türkei damit auch verbessern. Wie ich vorhin gesagt habe, haben wir aktuell Haushaltswoche im Parlament. Das heißt, dass wir das Budget für das nächste Jahr beraten. Die schwarze Null steht. Ich bin mir immer noch nicht ganz so sicher, ob das Dogma der schwarzen Null für uns die endgültige politische Antwort auf alle Fragen sein wird oder ob wir auch deutliche Angebote machen müssen Richtung Investitionen. Weil es wird uns nichts bringen, wenn wir immer nur sagen, wir verteidigen die schwarze Null und investieren nicht gleichzeitig zum Beispiel ausreichend in Infrastruktur, aber auch in so Schulen, öffentliche Einrichtungen und in Deutschland. Das wären schwierige Diskussionen, aber auch spannende. Und ich lade euch alle ein, nehmt daran teil. Wir hatten die erste Frage auch schon zu den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern. Wie sehe ich das Wahlergebnis? Also einerseits bin ich froh, dass die SPD, ich glaube, 4000 Stimmen zulegen konnte. In den Prozentzahlen war es etwas niedriger als beim letzten Mal. Das hat damit zu tun, dass die Wahlbeteiligung deutlich höher war. Ich sehe es natürlich sehr kritisch, dass die AfD so ein gutes Ergebnis eingefahren hat, wenngleich ich das auch nicht überbewerten möchte. In Mecklenburg-Vorpommern leben nicht so viele Menschen wie zum Beispiel Nordrhein-Westfalen oder Rheinland-Pfalz. Aber wir werden, ich glaube, weiterhin als SPD einfach gute Politik machen müssen. Das ist die einzige Antwort, die es auf die AfD gibt. Nicht immer nur zu sagen, wir dämonisieren die und wir beschäftigen uns Tag ein, Tag aus mit deren Themen, sondern wir müssen gute, starke Politikangebote machen und dann überzeugen wir auch die Menschen. Ich sehe mit der Frage, was wird die SPD tun, um Wähler zurückzugewinnen, das sage ich nochmal, also gute eigene Politik machen, starke sozialdemokratische Politik, das heißt gute Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerpolitik. Wir werden deutliche Antworten auf die Fragen haben, die die Menschen rund um das Thema Sicherheit haben und da wird die SPD stark sein und selbstbewusst nach vorne gehen und dann werden wir auch gute Wahlergebnisse einfahren. Übrigens am Sonntag in Berlin kann ich mir vorstellen, dass es das nächste ganz gute Ergebnis für uns gibt. So, wie stehe ich zu Rot-Rot-Grün 2017? Ich glaube, die Frage habe ich schon beim vorletzten Mal beantwortet. Ich will es gerne nochmal tun.
Ich glaube, die SPD muss einfach ohne Koalitionsaussage in den Wahlkampf gehen. Ich will mit jemandem koalieren, mit dem ich am allermeisten sozialdemokratische Inhalte umsetzen kann. Ich will nicht mit der AfD koalieren, aber ich habe auch keine Lust mehr, mit der CDU zu koalieren. Und alles andere wird man sehen, alles andere wird man verhandeln müssen. Für mich ist Rot-Rot-Grün durchaus eine Option. Björn Bredow fragt, sag mal, wie war eigentlich das Gefühl, aus dem Flugzeug zu springen? Oh Mann, oh Mann. Ich gebe zu, ich hatte ein klein wenig Bammel ab dem Moment, als meine Beine so über diesen Flugzeugrand gebaumelt sind. Aber wenn man dann merkt, dass man leichtes Übergewicht nach vorne bekommt und dann langsam rausfällt, im freien Fall ist, dann ist es ein ziemlich cooles Gefühl. Ich habe großen Respekt vor den Menschen, die das beruflich machen. Also schönen Gruß an unsere Soldatinnen und Soldaten, die nicht nur einen Sprung einmal im Leben machen, sondern die das ganz häufig machen. Ich respektiere euren Mut und ich finde es großartig. Mal schauen, ob ich noch mal so einen Fallschirmsprung wage. Der erste war schon ganz cool. Niklas Viora fragt, wie stehe ich eigentlich zu dem Projekt Landau XXL? Niklas, ich glaube, du meinst damit die Erweiterung des städtischen Baugebiets. Ist das richtig? Ich habe für mich mal gesagt, ich mische mich nicht in kommunalpolitische Inhalte ein und da stehe ich auch weiterhin dazu. Ich gebe dir einen guten Hinweis, diskutiere mal mit der SPD-Stadtratsfraktion. Hannes Kopf ist ein richtig cooler Ansprechpartner, den kann ich dir empfehlen. Geh mal bei dem vorbei und diskutiere mit ihm über das Projekt Landau XXL. So, ich schau mal auf meine Liste, deshalb gucke ich übrigens hier immer so nach rechts, welche weiteren Fragen es denn noch so gibt. Und wir haben eine, die mich erreicht hat zum Thema Burka-Verbot. Ihr erinnert euch, es gab rund um die sogenannte parlamentarische Sommerpause immer mal wieder die Idee der CDU und vor allem auch der CSU, Burkas in Deutschland zu verbieten. Im Prinzip halte ich von einer Burka überhaupt gar nichts. Also es ist ein Stück weit etwas, was als Unterdrückungswerkzeug auch von Frauen genutzt wird und deshalb halte ich davon wenig. Die Frage ist, ob man mit einem gesetzlichen Verbot tatsächlich viel erreichen kann. Und vor allem, wenn aktuell vorgemacht wird, dass eine Burka ein großes sicherheitspolitisches Thema in Deutschland ist und man mit einem Burka-Verbot viele, viele Probleme lösen will. Ich glaube, wir lösen damit überhaupt gar keine Probleme. Ich glaube, wir haben die nächste Spaltungsdiskussion in Deutschland, die wahrscheinlich nicht so objektiv mit dem Islam geführt wird. Und deshalb erwarte ich mir davon ganz, ganz wenig. Also erstens, das Grundgesetz sagt, die Burka zu verbieten, wird eher schwierig, wenn nicht gar unmöglich. Und zweitens, so viele Burkas habe ich in Deutschland offen gestanden noch nicht gesehen. Was ich gesehen habe, ist in Frankreich, da war ich im Urlaub, dass es in Nizza Polizistinnen und Polizisten gab, die ein Burkini-Verbot am Strand durchgesetzt haben. Und ich sage euch was, liebe Freunde, ich will bei uns nicht sehen, dass Polizisten am Strand Frauen zwingen müssen, eine Burkini abzulegen oder irgendein anderes Kleidungsstück abzulehnen. So ein Stück weit Freiheit, glaube ich, müssen wir uns erlauben, auch in der interreligiösen Auseinandersetzung und auch in der Diskussion. Aber da bin ich natürlich sehr offen für eure Meinung und bin schon sehr, sehr gespannt. Viele Grüße will ich an der Stelle mal richten an meinen Freund Detlef Pilger, der heute nämlich seinen ersten Facebook-Live-Videochat hatte und ich finde es richtig cool, wie er das gemacht hat. Deshalb auch Grüße an meinen Kollegen Detlef Pilger. Ich glaube, es ist wichtig für uns Abgeordnete, dass wir diese neuen Facebook-Formate, diese neuen Online-Formate einsetzen, um mit euch, den Bürgerinnen und Bürgern, in Kontakt zu bleiben, um diskutieren zu können, weil es echt ein einfacher Weg ist. Mir gucken bei den Live-Video-Chats immer so zwischen 30 und 100 Leuten zu und für mich ist das eine coole Gelegenheit, einfach in die Diskussion reinzugehen. Und ich will euch motivieren, noch ein paar Fragen zu stellen. Ich habe noch auf meinem Zettel eine zum Thema TTIP, die kam schon häufiger. Ich will auch nochmal wiederholen, was ich auch seit einem Jahr sage. Ich glaube, TTIP hat in der Form keine Zukunft. Ich glaube, TTIP ist kein Projekt, was sich erfolgreich abschließen lässt. Das liegt einerseits an den verhandelnden Parteien, also an Europa und in den Vereinigten Staaten, weil man einfach aktuell es nicht schafft, die beiden Vorstellungen, Ideen übereinander zu setzen. Im Prinzip braucht Freihandel und braucht auch Globalisierung klare Regeln. Ich glaube auch, dass wir als Sozialdemokratie uns intensiv mit dem Gedanken auseinandersetzen müssen, dass es Regeln gibt für die Globalisierung. Und ich lade euch auch alle ein, euch Gedanken darüber zu machen. Vielleicht schaffen wir was in der Zeit nach TTIP, also wenn das Projekt gescheitert ist, uns kluge Gedanken darüber zu machen, wie wir Globalisierung in die Bahn lenken können.
Und ich stelle gerade fest, liebe Freunde, ich habe jetzt schon wieder 10 Minuten am Stück gesprochen, habe viele Fragen beantwortet und ich will euch einfach nur noch mal was zeigen. Und jetzt gucke ich mal ein Stück über die Kamera hinweg. Ihr könnt nämlich eins nicht sehen. Da auf der anderen Seite sitzen gerade 3 Mitglieder meines Teams. Und die rufe ich jetzt mal herbei, weil ich finde, dass ihr die auch mal sehen dürft. Die machen nämlich die ganze Arbeit hinter diesen Videochats und hinter meinen ganzen Bürgerprojekten. Und ich lade jetzt mal ein, mal kurz ihren Kopf in die Kamera zu halten. Ich weiß, die mögen das alle nicht. Aber ich zwinge die jetzt dazu und deshalb sagt mal Hallo zu Corinne. Hi Corinne, komm mal rein. Hallo, hier ist Corinne. Dann wo ist Simon? Da ist Simon und Sebastian ist auch noch mit dabei. Wir verabschieden uns jetzt von euch bis zum nächsten Live-Video-Chat, der in wahrscheinlich 4 Wochen stattfinden wird. Also ich werde diesen Rhythmus versuchen beizubehalten. Schickt mir eure Fragen und ich freue mich drauf, mit euch im Dialog zu bleiben. Alles Gute, tschüssi.